Wenn man das Wort Mercedes-Benz hört, dann hat man neben Taxis und Ross sofort eine S-Klasse vor dem geistigen Auge. Einigen sträuben sich die Nackenhaare, wenn sie eine sehen, und die anderen laufen vor Feuchtigkeit fast aus. Der Stern bei Mercedes steht laut Daimler unter anderem für Qualität und Zuverlässigkeit. Doch wie zuverlässig kann eine S-Klasse sein? Genau das werden wir heute herausfinden. Es geht heute um die Mercedes-Benz S-Klasse der Baureihe W221. Was für Probleme dieses hat und ob sich so ein schickes Kfz überhaupt lohnt, erfahrt ihr am Ende. Bleibt also dran. Aktuell gibt es 10 Generationen der S-Klassen. Die S-Klasse W221 ist die 9. Generation und wurde von 2005 bis 2013 gebaut. Sie ist also der Nachfolger von der Baureihe W220, die viele Innovationen wie zum Beispiel das bekannte ABC-Luftfahrwerk mit sich brachte. Bekannt war es vor allem dafür, kaputt zu gehen. Wenn es mal funktioniert hat, ist es absolute Weltklasse. Da diese Technik ihre Premiere feierte, ist diese natürlich sehr teuer zu reparieren. Es sei denn, ihr seid schlau genug und ersetzt das Fahrwerk mit einem gewöhnlicheren Fahrwerk mit weniger Problemen. Doch kommen wir jetzt zu den wichtigen Dingen im Leben. Im Innenraum hingegen gibt es eine grundsätzlich solide und hochwertige Verarbeitungsqualität. Zudem war seinerzeit die Haptik im Innenraum sehr hochwertig. Es gab eine signifikante Verbesserung in puncto Zuverlässigkeit und Qualität im Vergleich zum Vorgängermodell, dem W220. Anders als beim Vorgängermodell gibt es von außen kein Rost. Beim Vorgänger hat man das einigermaßen in den Griff bekommen ab Facelift. Beim W221 müsst ihr zum Glück keine 4 Jahre warten, um Modelle zu kriegen ohne Rost. Zu den gängigen Problemen gehören Keyless Entry, Multimedia-System, elektrisch verstellbare Sitze. Da es viel Technologie in dem Fahrzeug gibt, prüft unbedingt alles auf Funktion. Ältere Fahrzeuge können immer kleine elektronische Aussätze haben. Das gilt grundsätzlich für alle Fahrzeuge. Das Facelift, also die Modellpflege, kam im Juni 2009 und bot eine technische und optische Überarbeitung. Optisch gab es LED-Tagfahrlichter, einen neuen Kühlergrill, neue Rückleuchten mit LED sowie neue Stoßstangen. Innen hat sich hingegen nur wenig getan. Wenn man sich im direkten Vergleich von dem alten Modell in ein Facelift-Modell hineinsetzt, merkt man eine leichte Verbesserung der Qualität. Technisch gab es neue Assistenten, wie zum Beispiel den adaptiven Fernlichtassistenten und Verkehrsschilderkennung, also integrierten Spielverderber. Das heißt, dass das Auto dir anzeigt, dass du langsamer fahren sollst, wenn du gerade mit 250 Sacken in der 30er-Zone durchbretterst. Ziemlich frech also von Mercedes. Des Weiteren wurden auch die Motorenpalette überarbeitet. Kommen wir zu den Motoren. Grundsätzlich sind alle Benziner solide bis auf die 6-Zylinder-Motoren, also der M272-Motor, den es als 2,5 Liter, 3 Liter und 3,5 Liter gab. Dieser hatte in den frühen Modellen Probleme mit einem Kettenrad an der Ausgangswelle. Das führte wiederum zu einem Problem mit der Steuerkette, das wiederum zum Motorschaden führen kann. Daher sollte man auf ein rasselndes Geräusch von der Steuerkette achten. Wenn es rasselt, ist die Kette lose. Hier sollte der ganze Kettenmechanismus nach spätestens 150.000 Kilometern gewechselt werden. Komisch an dieser ganzen Sache ist nur, dass das Problem bereits bekannt ist aus den Vorgängermodellen. Solltet ihr überraschenderweise keine Lust darauf haben, könnt ihr Modelle ab 2008 mit 6-Zylindern bevorzugen. Da wurde das Ganze nämlich behoben. Prüfen kann man das anhand der Motorennummer. Wer jetzt an dieser Stelle denkt, gut, dann nehme ich den V8. Nope. Da haben wir dasselbe Problem wie bei den V6 Motoren. Empfehlenswert hingegen sind die Dieselmotoren. Hier habt ihr die typischen Dieselverschleißprobleme, also Dieselpartikelfilter, Injektoren und Turbo. So wie alle Benzinmotoren haben auch die Dieselmotoren eine Steuerkette. In der Regel hält eine Steuerkette ein Leben lang. Hört trotzdem bei Kaltstart auf ein rasselndes Geräusch von der Steuerkette. Bei regelmäßiger Wartung habt ihr meist wenig zu befürchten. Achtet hier also auf eine seriöse Wartungshistorie und wenig Vorbesitzern. Der V8 Diesel ist teuer im Unterhalt. Grundsätzlich sind sie solide, aber wenn mal Kühlmittel eine Runde spazieren geht oder Turbo, Zylinderkopfdichtung etc. gewechselt werden müssen, tritt der V8 Unterhalt ein. Zudem ist nach dieser ganzen Dieseldebatte à la Woodstock 69 unsicher, ob man so einen Motor noch fahren kann in Zukunft. Nehmt also lieber einen V6 Diesel. Solltet ihr euch trotzdem aus Protest einen V8 Diesel holen, macht es richtig und entfernt diese Partikelfilter. Geht dann damit zur nächsten Hippie-Klima-Debatte und legt ein paar köstliche Donuts hin. Fühlt euch beim Zeigen von Dominanz bloß nicht schlecht. Wir müssen ja schließlich ein Zeichen setzen. Do you smoke? Yes, I do. Yeah. Alright, we'll just stand by. In der Serienausstattung gab es bereits eine Luftfederung namens Airmatic mit adaptivem Dämpfungssystem. Das war grundsätzlich solide, aber wie bei allen Luftfahrwerken lässt die Leistung nach einiger Zeit nach und kann teuer in der Reparatur sein. Optional gab es das ABC-Luftfahrwerk, was ein hydraulisches Fahrwerk ist. Es scannt also die Straße und passt die Fahrwerkseinstellungen automatisch an die Umgebung an. Sie bietet eine hohe Fahrdynamik und einen exzellenten Fahrkomfort an.
Leider ist dies teuer zu reparieren, wenn die Pumpe der Niveauregulierung kaputt geht. Macht es euch am besten gleich zur Gewohnheit, alle 50.000 Kilometer etwa darüber zu schauen und wechselt daher die ABC-Ölflüssigkeit. Damit erhöht ihr die Lebenserhaltung von dem ganzen Fahrwerk. Im Allgemeinen ist das ABC-Fahrwerk weitaus weniger anfällig als beim Vorgänger. Kurz zusammengefasst also, fragt den Vorbesitzer unbedingt über die Wartung des Fahrwerkes aus. Diese Fragen entscheiden dann, ob ihr dann noch mehr investieren müsst oder heimlich nicht. Beim Getriebe habt ihr eigentlich ziemlich wenig Auswahl gehabt. Es gab die 7G-Tronic und die war in ihrem ersten Stadium der Entwicklung und war noch nicht ganz so solide, was die Zuverlässigkeit angeht. Achtet hier also auf eine gründliche Pflege, das bedeutet Ölwechsel alle 50.000 Kilometer. Sie sollte zudem noch sehr entspannt schalten. Es gibt zwar noch die 5-Gang-Automatik bei diesen Modellen, aber die könnt ihr gleich vergessen. Die war nämlich nur für die 12-Zylinder bestimmt, also S600 und S65 AMG. Der Hintergrund ist, dass sie ein enormes Drehmoment entwickelt haben und die 7G-Tronic das leider nicht handeln konnte. Ab der Modellpflege wurde das 7G-Tronic-Getriebe überarbeitet und verbessert und war ab da an bulletproof. Der Einstiegspreis für die S-Klasse war damals knapp 60.000 Euro ohne Steuern. Ihr habt damals schon ein Navi, Leder, Multifunktionslenkrad, Luftfederung, Klimaautomatik und so weiter erhalten. In der Regel haben solche Autos eine kleine Aufpreisorgie hinter sich gehabt, zum Beispiel das Designer-Ausstattungspaket. Das gab es für alle Motorvarianten, außer für den 320 CDI und den 350er. Es sei denn, sie wurden als Long-Version ausgeliefert. Da war es dann wiederum möglich. Sonst gab es noch Leder Passion, also für passionierte Lederliebhaber, eine Rückfahrkamera, Massagesitze, die Xenon-Scheinwerfer mit aktiven Kurven und Abbiegelicht, Keyless Go, Form Entertainment und dem AMG-Paket. Eigentlich gab es alles, bis auf eine dritte Hand, die ein ganz wichtiges Bedürfnis erfüllen kann. Preislich gehen die S-Klassen ab ca. 6.000 bis 7.000 Euro los. Schnell wird klar, dass die meisten Fahrzeuge der unteren Preiskategorie Probleme mit dem Fahrwerk, Motor oder Getriebe haben. Insofern ihr nicht genau wisst, wie man das günstig reparieren kann, würde ich euch davon abraten. Zudem erhaltet ihr brauchbare Modelle bereits ab 8.000 Euro. Wenn ihr einen S350 wollt, also den 6-Zylinder, dann achtet unbedingt, ob die Steuerkette bereits gemacht wurde. Ab 2008 hatten die Motoren keine Steuerkettenprobleme mehr. Trotzdem empfiehlt es sich immer, da nochmal genauer nachzugucken. Also das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet euch eindeutig der V6 Diesel. Wenn ihr 20.000 Euro für das Facelift-Modell ausgehen könnt, solltet ihr damit gut bedient sein. Wenn nicht, tut es auch das Vor-Facelift-Modell. Das gibt es bereits ab ca. 8.000 Euro in vernünftigem Zustand. Beim Anschauen solcher Autos würde ich euch empfehlen, das von der DEKRA gegenzuprüfen oder ihr macht es ganz professionell und bringt euer eigenes Diagnosegerät mit. In der Videobeschreibung habe ich euch ein solches Gerät verlinkt. Für das schnellere Ablesen von mehreren Fahrzeugen ist das ganz nützlich. Wie vorhin angesprochen, haben die V6 und V8 Motoren unter Umständen Probleme mit der Steuerkette. Solltet ihr euch für den V8 entscheiden, ist eine Auspuffanlage und ein Umbau auf die 63er AMG Optik ein absolutes Must-Have. Bessere AMG Optik ist auch zu empfehlen, wenn ihr ein Fahrzeug ohne AMG Paket habt. AMG Felgen sind da zuverlässig sehr passend. Eine Spurverbreiterung ist ebenfalls in Erwägung zu ziehen, falls ihr es richtig machen wollt. Links zu den Teilen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Um es nochmal kurz zusammenzufassen, ist die Mercedes S-Klasse W221 ein recht solides Fahrzeug. Wichtig hierbei ist, auf eine nachvollziehbare Historie zu achten. Wenn möglich, solltet ihr frühe Modelle meiden. Prestige- und Tuning-Möglichkeiten sind definitiv gegeben, um auf den Straßen einen auf dicke Hose machen zu müssen. Am Ende des Tages ist es immer noch ein Oberklasse-Fahrzeug und sollte nur mit genügend Puffer gekauft werden. Spart euch also nicht 8.000 Euro für eine S-Klasse an, wenn ihr sie längerfristig problemlos fahren wollt. Jetzt seid ihr aufgeklärt zum Thema S-Klasse W221. Ich hoffe, euch konnten die Infos einigermaßen nützlich sein und euch bei der Entscheidung unterstützen. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und das Video kommentiert mit Unfug oder einen Daumen nach oben gebt. Für weiteren Unfug. We'll be right back.